Guten Morgen. Heute sind es auf den Tag genau 5 Wochen 100% Rohkost. Und ich möchte euch heute wieder mal auf den neuesten Stand bringen, was meine Erfahrungen sind, welche Erkenntnisse ich gefunden habe und auch wie es weitergeht. Die radikalste Erfahrung ist in der Tat, dass ich wieder Pickel wie ein 14-Jähriger bekommen habe und diese Entgiftungserscheinungen mittlerweile von mir als sehr angenehm wahrgenommen werden. Wer meine Videos verfolgt hat, wird wissen, dass ich dieser ganzen Entgiftungs- und Entschlackungssache durchaus kritisch gegenübergestanden habe und nun aber wirklich eingestehen muss, dass ich zumindest erahne, wo diese Theorien ihren Ursprung haben. Weiterhin habe ich ja, durch das Trecken von insgesamt 8 kompletten Tagen, wo ich wirklich einmal jede Mahlzeit aufgeschrieben habe, zwei davon habt ihr ja schon in den Videos gefunden, auch insgesamt eine sehr gute Einschätzung der Nährstoffe innerhalb der Rohkost. Wie schon im Video zur High Carb Rohkost, der Link ist oben in den Infokarten, habe ich für mich selber erfahren, was für ein unendlicher Blödsinn und diese Vorteile gegenüber der Rohkost in meinem Kopf existiert haben. Rohkost hat überhaupt in ihrem ureigensten Sinne gar nichts mit fettreicher Ernährung zu tun. Ich habe immer gedacht, die Rohköstler, die müssen ja die ganze Zeit immer Nüsse und Samen und Öle essen, weil ich immer die Rezepte gesehen habe mit diesen ganzen fettreichen Zutaten, um eben auf ihre Energie zu kommen. Aber das ist einfach nur falsch. Genau wie man als Veganer ungesunde Sachen wie Margarine, Sojasahne und überkochte Nudeln essen kann, kann man auch als Rohköstler sich mit ungesunden Sachen vollstopfen. Und genauso wie ich mich als Fleischesser gesund ernähren kann, kann dies auch ein Rohköstler ungesund gestalten. Wir müssen weggehen von generalisierten Einschätzungen zu Ernährungsstilen, die ja eigentlich so facettenreich, extrem facettenreich sind, dass sie überhaupt nicht verallgemeinert werden können. Fleischkonsum ist nach aktuellen Stand der Wissenschaft per se nicht ungesund. Was natürlich nicht heißt, dass es gesund ist. Genauso wie die roh vegane Kost nicht per se gesund ist. Entscheidend ist, dass man sich seinen Bedürfnissen entsprechend ernährt. Und da rede ich von natürlichen Bedürfnissen und nicht konditionierten Wünschen. Aber bevor jetzt einige schockiert sind und oder auf der anderen Seite jubeln und denken, ja, sie könnten sich jetzt wieder bequem in den Fleischkonsum zurücklehnen, muss ich ja an der Stelle wirklich auch darauf verweisen, dass ich eben relativ sicher bin, dass die meisten Menschen mit diesen Aussagen, die ich jetzt getroffen habe, eben nicht umgehen können. Obwohl es so ist, also sie können nicht umgehen. Und deshalb ist es doch sinnvoll, Pauschalisierungen zu treffen. Denn wenn ich sage, Fleischkonsum muss nicht ungesund sein, bedeutet dies, dass unsere Puffersysteme de facto im Körper 100 bis 200 Gramm Fleisch in der Woche unschädlich machen können und das Fleisch und das Cholesterin keinen negativen Effekt auf unsere Gesundheit ausüben. Wenn man bewegungsreich unterwegs ist, gemüse- und obstorientiert ist und vor allem unbeschädigte rohe Lebensmittel hat, ein gesundes Mindset, was eine starke Präsenz und eine Toleranz gegenüber Andersdenken voraussetzt, wenn man das alles hat, dann ist Fleisch, kann Fleisch sozusagen nicht ungesund sein. Die meisten Menschen haben das aber nicht und von daher ist es vom gesundheitlichen Standpunkt sicherer, wenn man pauschalisiert und sagt, Fleisch ist böse. Die meisten Menschen wollen aber eben nur das hören, was sie hören wollen. Eventuell kann man sich noch mit Bewegung oder viel frischem Obst und Gemüse anfreunden. Aber wenn es dann spätestens darum geht, um eine geistige Gesundheit und dem damit zwangsläufig verbundenen Einbringen von Demut, von Toleranz und von Nächstenliebe, und das in seinen Alltag integrieren muss, dann wird abgeschaltet. Und es bleibt einfach nur, ja, ich kann auch mit Fleisch gesund leben und ich, ja, so. Ja. Aber de facto kann man es dann eben nicht. Das ist auch nur die gesundheitliche Schiene, die moralische lassen wir jetzt mal ganz außen weg. Diese Begrenztheit und diese maßlose Selbstüberschätzung existiert auch in der Betrachtung der Rohkost. Die Rohkost ist die natürlichste, nährstoffreichste und gesündeste Form der Ernährung, ohne jeden Zweifel. Sie ist ebenso auch die vollwertigste Ernährung, weil fast jedes Lebensmittel in der Rohkost, sprich Gemüse, Obst, Wildkräuter, bereits die optimale Verteilung der Makronährstoffe hat. Sehr viele Kohlenhydrate, wenig Fett und ausreichend Proteine. Dazu kann man als Rohköstler
Nährstoffe aufgrund einer besseren Darmgesundheit viel besser verarbeiten durch die gesteigerte Resorptionsfähigkeit des Darms. Und das gilt auch für die Energie. Rohköstler brauchen bei weitem nicht so viel Energie, um den ganzen verarbeiteten Mist, den wir als Nahrung bezeichnen, zu uns zu nehmen und dann zu reinigen und dann wieder auszuscheiden und so weiter. Der Grundumsatz eines Rohköstlers ist einfach viel niedriger, weil er effektiver arbeitet, weil er sauberer ist, weil er reiner ist. Aber was denkt der gemeine Durchschnittsmensch, wie ich auch, wenn er sieht, dass Rohköstler oder dachte, jetzt nur nicht mehr, wenn er sieht, dass Rohköstler unter 2000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, dann sagst du, nee, das kann nicht gesund sein. In meinem Buch, da steht der Grundumsatz, da gibt es auch Formeln überall im Internet, da ist dann 2200 Kalorien oder was auch immer. Ja, wenn dann natürlich jeden Tag eben solche unnatürliche, zerstörte Nahrung in den Körper reintust und er dann nicht wie von der Natur konzipiert arbeiten kann, sondern sich auch immer anpassen muss und improvisieren, dann braucht er auch mehr Energie. Und alle Formeln und grundsätzlichen Berechnungen sind ausgehend vom Durchschnittsmenschen in der industrialisierten Welt erarbeitet worden. Die Rohkost ist in ihrer Grundanlage einer der fettärmsten Ernährungsweisen. Und das habe ich nun in den 5 Wochen auch erfahren. Das Reingrooven in die Rohkost ist natürlich genau wie jede Umstellung der Lebensweise ein kontinuierliches Unterfangen. Und so lernt man diese Dinge auch Schritt für Schritt. Und ich mache mir jetzt auch keinen Vorwurf, dass ich, bevor ich mit der 100% Rohkost angefangen habe, eben auch anders über die Rohkost gedacht habe. Genau so, was ich euch jetzt vorgestellt habe. Menschen sind, wenn sie in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind, und das sind wir alle, was den Zugang zur Natürlichkeit angeht, sehr häufig einfach nur, ich drücke es mal krass aus, dumm, borniert und arrogant. Jedenfalls habe ich durch das Tracking erfahren, dass es sehr einfach ist mit der Rohkost, sogar die für den Durchschnittsmenschen überdimensionierten Werte der DGE zu erreichen. In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis auf das entsprechende Video, wie es überhaupt zu diesen Werten kommt. Und das habe ich oben in die Infobox getan. Und dass eben diese auch für den Durchschnittsmenschen viel zu hoch angesetzt sind, immer wenn man vom Optimum ausgeht. Die Rohkost ist für mich Stand heute ganz sicher die beste und gesündeste Ernährungsform. Das spüre ich in jeder Faser meines Körpers. Wenn man die Rohkost nicht zwanghaft mit seinen persönlichen Konditionierungen und der arroganten Maßlosigkeit eines ungesunden Geistes, ich sag einfach mal, verfettet. Und das Tolle daran ist, diese Effekte sind fließend. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe ja voriges Jahr immer mal schon sporadisch Rohkostphasen in meine Ernährung mit einfließen lassen. Und entsprechend denke ich, kann ich das ganz gut beurteilen. Überhaupt ist 100% Rohkost ein sehr stolzer Begriff. Und letztlich oft nicht der Wahrheit entsprechend. Es gibt einige Produkte, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob sie tatsächlich roh sind. Und ich eher vermute oder konkret weiß, dass sie nicht roh sind. Dazu zählt mein gefrorener Spinat und der gefrorene Grünkohl. Der überwiegende Teil des Tiefkühlgemüses wird kurz blanchiert. Und damit ist er de facto keine 100% Rohkost mehr. Auch nutze ich natürlich noch die Nüsse, die ich da hatte, die nicht in Rohkostqualität sind. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir jede Nuss, ich erinnere euch an meinen Vergleich zwischen den Rohkostqualitäten und den normalen, ob ich Rohkostqualität kaufe. Auch dazu habe ich die Sojasauce wieder gekauft, die keine Rohkostqualität hat. Einfach weil mir die Rohkost-Sojasauce nicht besonders gut geschmeckt hat und sie zudem noch sehr teuer ist. Und ich bei einer Sojasauce jetzt auch nicht das Feuerwerk an Vitaminen und Mineralstoffen erwarte, sondern sie meistens einfach nur geschmacksgebend ist. Aber ein wenig mache ich das auch bewusst, um diesen Extremismus, der in uns allen innewohnt, ich verweise da auch noch ein Video, was ich mal dazu gemacht habe, auch irgendwo zu torpedieren, um einfach mein grundsätzliches Lebensgefühl und das entsprechende Ziel nicht aus den Augen verlieren möchte. Es ist einfach so reizvoll, sich an einer radikalen 100% Regel, egal in welcher Lebenslage, das gilt jetzt nicht nur für die Rohkost, einfach daran zu orientieren. Da denkt man eben nur noch in Dogmen und darunter leidet die geistige Variabilität, die geistige Gesundheit, weil man dadurch die Offenheit verliert und auch keine Demut vor der Begrenztheit und der Fehlbarkeit der eigenen Einschätzung hat. Da sind wir wieder bei der Arroganz. Und ich bin da, was Arroganz angeht, mein Leben lang und auch heute noch
immer richtig weit vorne dabei, wenn ich im Automatenmodus unterwegs bin. Ich muss mich immer wieder runterholen, weil ich eben auch wie der Großteil der Menschen immer denke, dass ich tendenziell doch alles besser weiß und ja auch immer wieder das letzte Wort habe, weil ich ach so intelligent bin. Entsprechend ist dies eins der wichtigsten Erkenntnisse der ersten Rohkostwochen. Dass auch eine von Außenstehenden wahrgenommenen 100% Rohkost nicht 100% ist und dass das auch in Ordnung ist. Gerade in unseren Breitengraden, brauchen wir nicht zu reden, tropische Früchte und so weiter. Genauso wie ich beim Umstieg auf die vegane Ernährung immer dazu animiere, das grundsätzliche Ziel, die Umstellung des eigenen Lebens, nicht vor lauter Selbstüberschätzung aus den Augen zu verlieren, ist dies auch bei der Umstellung auf die Rohkost der Fall. Ich habe bereits ein halbes Jahr schon konkret mit dem Gedanken gespielt, komplett umzustellen. Und es auch immer wieder mal gemacht, aber eben auch immer wieder dann gekochte Nahrung zu mir genommen. Und das war ein Prozess, bis ich dann zu 100% gekommen bin. Das ist normal. Umstellung braucht Zeit. Lars und Alexandra von Roher Energie haben da auch vor kurzem ein Video gemacht, was auch sehr gut war. Auch den Link gibt es oben in den Infokarten. Verliert nicht das Ziel aus den Augen und hört auf, euch vor lauter Bequemlichkeit an einer meist total unrealistischen 100% Regel zu orientieren. Auch gibt es auf dieser Erde keinen einzigen Menschen, der 100% vegan lebt, weil irgendwo immer Lebewesen ausgenutzt werden. Egal wie klein sie sind, das ist dann wieder Definitionssache. Der Wunsch nach einer 100% Regel ist nur für Menschen wichtig, die keinen 100% komplett gesunden Geist haben und nicht imstande sind, allzeit das große Ganze zu sehen, genau wie ich. Nochmal, 100% Rohkost zu leben ist vollkommen in Ordnung und sicher sehr gesund. Aber nach einer 100% Regel zu leben, mit Sicherheit nicht. Ich bin oft arrogant und ich bin perfektionistisch, daher rede ich von einer 100% Rohkost und merke dabei oft nicht, wie kontraproduktiv dieser Perfektionismus ist, weil das, was der Beschreibung des Perfektionismus zugrunde liegt, unser Denken ist. Und das Denken ist, gemessen an den Ansprüchen an Natürlichkeit und universelle Intelligenz, kein guter Ratgeber. Aber ich merke, dass ich langsam durch die praktische Umsetzung einer 100% rohveganen Ernährung einen gesunden Zugang zu der grundsätzlichen Idee der Rohkost bekomme und der damit verbundenen undogmatischen und natürlichen und wohltuenden Lebensweise, die eben langjährige Rohköstler praktizieren. Die sind einfach locker. Und sie hat auch wenig mit Denken oder mit Zahlen zu tun, sondern mit dem Genuss unzerstörter und vitaler Lebenskraft, einem Gefühl der Echtheit und der Verbundenheit mit den grundlegenden reinen Elementen des Lebens. Rohkost ist mehr als die Dinge roh zu essen. Rohkost bist du und du bist Rohkost. Wenn du nicht die Dinge roh isst, dann entfremdest du dich zwar substanziell von deiner Ursprünglichkeit, aber die Welt und das Universum, das geht davon auch nicht unter. Nur deine aktuelle Form, das Menschsein, das leidet etwas darunter und du erlaubst Krankheiten sich besser zu entfalten und dein Körper erhält nicht das Maximum an Gesundheit. Du fühlst dich tendenziell unwohl und wirst auch dein soziales Umfeld negativ beeinflussen oder negativ verbeeinflussen, als wenn du das Optimum aus deiner Gesundheit rausholst. Aber du bist eben ja ein Mensch und also auch ich, ne? Und Mensch ist nicht immer optimal. Ich bin jetzt in einer Phase in der Rohkost, wo ich so langsam gedanklich aus diesem Experimentmodus so ein bisschen raustrete und auch perspektivisch definitiv mich weiter rohköstlich ernähren werde. Und ich merke jetzt so in mir, dass dieses ganze Zahlendenken und dieses ganze, was muss ich achten und das und das und das, dass das alles so ein bisschen ja, in den Hintergrund rückt. Und ja, dass ich einfach jetzt beginne, die Rohkost wirklich zu leben. Und die Rohkost wirklich zu leben ist im Endeffekt, hat wenig mit Denken zu tun. Das ist ein Gefühl. Und wenn du zum Beispiel jetzt die Sojasauce, die jetzt keine 100% Rohkost hat, das hat mich total, deswegen habe ich mir die 100% Rohkostsoße gekauft, Sojasauce gekauft. Aber
jetzt nehme ich die Sojasauce, ich weiß, dass ich 100% Rohkost, ich merke instinktiv, es ist kein 100% Rohkost oder sowas. Aber dann das spüre ich, wie egal das ist. Ne? Und entsprechend denke ich, ich bin jetzt gerade so an einem Scheidepunkt, also nicht an einem Scheidepunkt. Ich glaube, der Weg vergrößert sich einfach. Die Rohkost wird, am Anfang war die Rohkost so der Weg und jetzt ist die Rohkost so, weil ich einfach offener bin. Nicht nur, weil ich jetzt nicht mal darauf achte, ob die Sojasauce die Rohkostqualität hat oder so, sondern einfach, weil ich im Denken offener bin und auch das viel mehr auf mich einwirken lassen kann und das dann auch besser verarbeiten kann mit einem gesunden Mindset. Und das ist für mich sehr, sehr schwer. Also bin mir auch sicher, dass sehr, sehr viele Menschen dieses nachvollziehen können, die eben auch so immer den Drang haben, alles 100%. Ne? Aber ich wollte euch da nur mal dran teilhaben lassen. Also ich glaube, jetzt nach der 5. Woche ist ein ziemlich signifikanter Zeitpunkt erreicht und den wollte ich auch unbedingt hier mit diesem Video festhalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr einen Eindruck haben wollt, was ich so in der Woche esse, mein Food Diary kommt jeden Montag 7:30 Uhr meistens und dann verlinke euch mal das Aktuelle. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.